So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter World Iceborne. Und zwar, ja, heute wollte ich euch ein bisschen die Stadt zeigen, einen kleinen Rundgang machen, zeigen, was neu ist. Und ich habe letztens vergessen, die Biododos-Rüstung zu zeigen. Da werden wir auch kurz reinschauen und dann werden wir noch die nächste Quest annehmen und ja, da wird Marvin wieder dabei sein. Also seid gespannt. Ah ja, und noch als kleinen Tipp. Zwar werde ich da jetzt kurz das machen bei meiner Katze, weil ich habe erfahren oder gehört, dass wenn man der Katze die Plündererklinge gibt, dass das Monster mehr Items droppt. Also da könnt ihr sozusagen euch schneller hochpushen. Also natürlich ist das Horn be besser. Es wäre vielleicht auch klug, wenn man sagt, halt einer nimmt das Horn mit für den Buff und der zweite nimmt halt die Plündererklinge mit für den besseren Loot. Aber ich werde das jetzt einmal so machen und zwar Palico-Ausrüstung ändern und zwar das Gadget zur Plündererklinge. Genau. Wir können sich das auch mal kurz durchlesen. Diese Erfindung der Plünderer stiehlt beim Angriff Objekte von Monstern. Die Menge der gestohlenen Objekte steigt mit der Erfahrung. Und wir haben sie halt auf der letzten Stufe also von Hauptspiel. Es geht ja jetzt gleich jedes Gadget bis Stufe 15 und da kriegt man halt noch eine zusätzliche Fähigkeit dazu. Also ich sollte halt wahrscheinlich, also sollte halt schauen, dass er vielleicht jedes Gadget wieder einmal spielt, dass er das auf Stufe 15 bekommt, weil dann kriegt er halt eine zusätzliche Fähigkeit dazu. Genau. So. Oh, Palico hat sogar gleich die bessere Rüstung. Guckt euch das an. Seltenheit 9, 74 Rüstung. 74 Rüstung. Und als Waffe habe ich halt diesen Maikätzchenstab. Einfach nur wegen der Lähmung, dass das Monster vielleicht ab und zu gelähmt ist. Ich könnte natürlich auch sagen, dass ich halt Drachenschaden dazu nehme oder ja, Ältestensiegel hoch oder so. Zahlt sich aber nicht wirklich aus. Wenn, dann wird sich das halt nur auszahlen, wenn sie vielleicht eine stumpfe Waffe nimmt, dass das Monster vielleicht auch vom Palico betäubt wird, was sehr selten passiert. Aber hauptsächlich wäre es halt gut, wenn sie Giftschaden nehmen würdet. Oder halt in dem Fall, was ich nehme, Lähmung. Dass das Monster halt kurzzeitig gelähmt ist, da könnt ihr dann noch mehr Damage drauf machen. Gut. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ich habe ein bisschen gefarmt halt. offscreen, also nicht jetzt da beim Iceborne, aber davor schon. Und ich guckt euch mal an, was ich für Waffen so gehabt habe. Also von der Waffenseiten her. Natürlich habe ich auch den Kulvetarot Tarot gemacht, aber ja. Grundsätzlich habe ich alles selber gebastelt. Ist ein bisschen, ja, vielleicht zu übertrieben. Viva-Entzündung ist halt eigentlich meine Main-Waffe gewesen. Und ja, da seht ihr Kaiserlich, Tarot sind ein paar Sachen dabei. Kia, Lega, Dante, Viva-Klinge, Xeno, Auslöschung. Ja. Zahlt sich jetzt alles nicht mehr aus, weil jetzt geht es halt bis Seltenheit 12 und ja, vielleicht zahlt sich's doch aus, weil ich habe jetzt halt alles schon auf Seltenheit 8 und ich muss sie halt nur einmal aufwerten, sozusagen, dass ich auf die neuen Stufen komme. Aber mal gucken. Ah ja, genau, Ausrüstung ändern. Ich wollte da mir auch noch einen anderen Mantel mitnehmen. Statt einen Lebenskraftmantel wollte ich, ich glaube, den Eismantel. War es der Eisschutzmantel? Ich glaube schon, ja. Komm, nehmen wir den Eisschutzmantel noch mit. Gut, dann beginne ich mal mit der Führung. Wir beginnen mal da gleich beim Händler, weil es wollen eh alle mit uns reden und sagen, was Neues. Gut, Lagerist. Du musst also der berühmte Saphirstern sein. Genau, da bin ich. Was? Mir haben sie das Versorgungslager hier in Celiana anvertraut. Ach so. Wenn du etwas brauchst, stattest du mir einen Besuch ab und ich sorge dann dafür, dass du unsere Saphirstern seine Sachen bekommst. Ich habe dir zahlreiche Heißgetränke beschafft, die wirst du bei der Kälte brauchen. Nimm dir also auf jeden Fall welche mit. Schau dich mal an, wollte ich sagen. Gleich so ein Diss hinterher. So, schau dich mal an. Nee, schau dich mal um. Gut. Dann in die Objektruhe, weil wir haben eh nicht so viele Heißgetränke. Da kann ich ja ein paar halt kaufen. Kaufen wir mal so 111 Stück. Perfekt.
So, dann gehen wir weiter zur Ressourcenzentrale. Die Ressourcenzentrale von Celian ist geöffnet. Ich schmeiße den Laden hier, Sternchen. Ich bin eine Einfrau-Logistikmaschine, okay? Wie du auch zu diesem Namen kommst. Egal. Und ja, ich komme schon zurecht, aber wenn du unbedingt möchtest, geh auf ein paar Beutezüge, um mir Arbeit abzunehmen. Ich freue mich immer über deinen Besuch. Ja, wer freut sich nicht über meinen Besuch? Spaß. So, Dekorrüstungsteile werden nicht mehr als Belohnung für Lieferanfragen vergeben. Sie können nun in der Schmiede hergestellt werden. Um dir die in der Schmiede verfügbaren Dekorrüstungsteile anzeigen zu lassen, musst du die Punkte Ausrüstung schmieden und dann Dekorrüstungsteile wählen. Die benötigten Materialien und Forschungspunkte sind unverändert geblieben. Alles klar, also da kann man jetzt nicht mehr. Wo war das? Nicht da, wo ich gerade bin. Da bei Lieferungen. Da müsste das jetzt eigentlich draußen sein. Alles klar, erfüllt. Ja, alle. Offen gibt's gar keine dabei. Oh, und Untersuchungen kann man jetzt 400 annehmen. Das ist krass. Das gefällt mir natürlich sehr. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir mal zu unserem Chefökologen. Hallöchen. Du wirst hier eine Niederlassung der ökologischen Forschung brauchen, nicht wahr? Geh auf die Jagd, ich erwarte deine Berichte, wenn du wieder hier bist. Erstatte lieber schnell Bericht, bevor dir noch der Mund zufriert. Okay? Ja, das Monsterlexikon wurde aktualisiert. Legana Peodolus. Da können wir auch mal kurz reinschauen, weil es gibt jetzt da zum Beispiel ein extra Lexikon für einheimische Wesen, für kleine Monster und für große Monster. Natürlich gehen wir um die großen Monster rein. Und da sehen wir halt auch die ganzen Belohnungsstufen. Das ist jetzt gleich die Belohnungsstufe für hochrangig, genau, niedrigrangig. Und dann geht es halt noch weiter zum Meisterrang. Das kann man zum Beispiel da bei der Legiana jetzt gucken. Meisterrang Belohnung. Genau. Und ihr seht schon, ich habe schon alles eigentlich auf der höchsten Forschungsstufe gehabt, aber natürlich geht das jetzt weiter. Nergal hat 72 Mal einfach so gekillt. Ja, moin. Ja, Xenoshiva habe ich auch 42 Mal gekillt. Krass. Behemoth leider nur zweimal, aber ich habe die ganze Rüstung, also das reicht mir vollkommen. Beim Waldschrat ist genauso das gleiche. Da habe ich die Waffe mir von der Sire gefarmt, die Doppelklingen und das war's. So, ja. Wir können natürlich auch gucken, was über dem Beardodus dasteht. Merkmale: Mit seinem keilförmigen Kopf kann dieses Fischmonster durch den Tundraschnee schwimmen, bewirft Beute häufig mit Schnee. Nützliche Informationen: Befreit man das Monster von Schnee, muss es sich zeigen. Mit Schreikapseln werden Angriffe möglich. Konzentriere dich auf die Beine, um es zu schwächen. Und dann Bambaro können wir auch schon mal vorlesen, weil ich glaube, das wird sogar das nächste Monster sein, weil wir es ja so zeitlich halt schon gesehen haben. Gut, ein Monster, das auf Gegner zustürmt und an seinen Zwillingshörnern zu erkennen ist, mit denen es Bäume ausreißt und Erde aufwühlt. Okay? Nützliche Informationen: Beintreffer sind effektiv, um den tödlichen Ansturm zu verhindern. Mit Streunüssen und Kristallexplosion lässt sich ein Bambaro laut einiger Jäger ebenfalls aufhalten. Ah, cool. Also, wenn es anscheinend diesen Ansturm macht, einfach eine Schreikapsel, würde ich sagen, eine Streunuss oder eine Kristallexplosion raufschießen und dann wird es wahrscheinlich stoppen. Bin ich aber selber unsicher. Oh, und es gibt eine neue Köchin. Krass. Und mit dir reden. Hallo? Achso, ich kann da nicht dran. Ich muss von da reden. Okay. Großo-Miau-Köchin. Mein erster Kunde und dazu noch dieser Jäger von der 5. Flotte. Oh, fantastisch. Willkommen in der Kantine in Celiana. Wir servieren hier nur die herzhaftesten Mahlzeiten. Und die brauchst du auch. Und du meine Güte, was bist du dir? Dankeschön. Eine steife Prise und du wirst davon geweht. Sehr, ja. Wie ein Omerlein halt. Du kannst jederzeit vorbeikommen, da koche ich dir was Ordentliches, damit du was auf die Rippen bekommst. Lass was von dir hören, Miau. Alles klar.
werden wir uns die Animation, wenn wir auf die Jagd gehen, einmal sich anschauen. Dann werde ich sie so und so überspringen. Oh, ich höre da Geräusche. Ist das etwa die Schmiede? Ja. Reden wir mal mit ihm. So. Hallöchen Fünfer, willkommen in der neuen Schmiede. Es ist zwar noch etwas chaotisch hier, aber darunter wird die Qualität nicht leiden. Und jetzt besorgt mir ein paar Materialien. Die ganzen Entdeckungen haben diese Schaffenslust in mir geweckt. Neue Länder, neue Materialien. Werft den Schmiedeofen an, Jungs. Alles klar. So, genau, Ausrüstung schmieden. Talismane, komplettes Rüstungsset. Rüstung, genau. Oh. Meisterrang Ausrüstung erstellen. Einige Rüstungsteile, die du im Meisterrang herstellst, haben Stufe 4 Dekorationsslots. Stufe 4 Dekorationen bieten mehrere Fähigkeitspunkte, was sie äußerst nützlich macht. Stell Meisterrang Rüstungsteile her und nutze Stufe 4 Dekorationen, die als Bewertungsobjekte bei den Belohnungen für Meisterrang-Quests erscheinen, bevor du dich an noch zähere Monster wagst. Das ist krass. Alter, der Helm hat 114 Verteidigung. Mein Helm ist komplett aufgewertet und hat vielleicht 70. Das ist schon krass, wie stark das schon steigert, also sich steigert. So, gehen wir mal die Sets durch. Gesundheitsboost Stufe 2, Teilzerstörer. Angriffsboost Stufe 2, Gesundheitsboost. Lähmer Stufe 2, Angriffsboost. Hornmaestro, Teilzerstörer, Lähmer und Hornmaestro. Ah, guckt euch das an, schaut, das sind die Stufe 3. Juwelen Slots und da steigert sich das schon mit Stufe 4. Ja, wenn würde ich eher das B-Set nehmen, obwohl Angriffsboost nur 1, das ist schon irgendwie schwach. Ja, wir können sich das Ganze mal anschauen, es wird sich aber nicht viel verändert haben. Nee, nicht wirklich. Sieht eigentlich ziemlich gleich noch aus. Legierungsset. Da kann ich auch noch schnell durchgehen. Find sicher, Verteidigungsboost, Wasserwiderstand, Verteidigungsboost, Verteidigungsboost, schnelles Schärfen, Giftwiderstand, windsicher, schnell schärfen und windsicher. Und auch lauter Stufe 3er Slots und ein Stufe 2er. Und das sind alle Stufe 4er, okay? Ja, ich würde euch eh empfehlen, für wenn, weil guckt euch mal das an. Ich gebe mal einfach nur, keine Ahnung, Drachenreiter-Set. Da. Unaufgerüstet 72, voll aufgerüstet hat es gleich so um die 90 Rüstung. Also 90, vielleicht auch 100, ich bin mir jetzt unsicher. Aber 100 Rüstung voll aufgerüstet und da fängt man an ohne Aufrüstung 114 Rüstung. Und keine negativen Effekte gegen Feuer 2, gegen Donner 2, gegen Drache 2 und überall und sonst 0. Also es wird sich schon auszahlen, wenn sie da vielleicht von Seltenheit 9 gleich die erste Rüstung herstellt. Entweder ein Knochenset, weil das geht eigentlich am schnellsten zu farmen. Der braucht einfach nur den neuen Knochen. Und das war's auch schon. Und halt von den alten Knochen auch ein paar. Sehe ich gerade. Ich habe nur zwei krumme Knochen, okay. Ja. Ein Vulk-Set. Ja, lol. Da hat man so einen Schal rum. Aber sogar das hat 116 Verteidigung. Wie krass ist das? Rittmeister und Eiswiderstand. Und das Bio-Set. Den wollte ich euch eigentlich zeigen. Die Bio-Dodo-Set. Hat 118 Rüstung. Wie sieht das Beta-Set aus? Ja, sehen eigentlich beide gleich aus. Nur das Beta-Set hat halt eher so eine Bronze-Rüstung noch an. Und das hat halt eher einfach nur so schwarz. Alles klar. So, was hast denn du? Wasser-Polar-Beweglichkeit. Ah, dass man sich schnell durch Wasser und durch den Schnee bewegen kann. Dann Ohrstöpsel Stufe 1, Ausdauererholung, Eisangriff, Eisangriff, Gesundheitsboost, Gesundheitsboost, Ohrstöpsel, Ohrstöpsel, Eisangriff. Ja, ist jetzt nicht so überragend. Und hat auch nur 3 und 2 Slots bei der ersten. Dann wäre eher Stufe 2, dann eher meins. Weil ich würd schon gerne einen 4er Slot schon drin haben. Man kann sich ja entscheiden, vielleicht
ja, den Helm von Stufe 2 zu nehmen, weil Ohrenstöpsel auf Stufe 1 ist nicht so wichtig. Ich könnte sogar schon welche herstellen von dem. Ist krass. Ich glaube, ich könnte sogar alle herstellen, oder? Ne, da fehlt mir vom Cortex dann noch ein Stück. Alles klar, ja, das ist auch mal die Rüstung gewesen. Jetzt gucken wir sich noch die Waffe an. Da muss ich auf Ausrüstung verbessern gleich gehen. Ja, komm, rüsten wir gleich das Schwert aus. Ja, schau, seht ihr das? Ich bin da jetzt schon auf Seltenheit 8 und könnte dann dementsprechend auf Seltenheit 10 gehen. Dann, wenn ich die Materialien habe, Seltenheit 10. Hä, zweimal Seltenheit 10? Alles klar. Das sieht auch nice aus. Das sind normale Knochen. Waffe, ja. Aber wir wollten Beodolus sich anschauen. Da ist er. Beodolus. Ja. Alter, 1008 Schaden und 390 Eis. Alter Falter. Also es zahlt sich dann schon aus. Das ist, was war da jetzt die nächste Stufe bei Knochenbaum? 1104 und verstecktes Element. Könnte man ein nicht elementloses Juwel reinpacken, weil das hat eh sogar einen 3er-Slot. Dann macht man noch mehr Schaden. Krass. Oha, das sieht auch cool aus mit diesem großen Haken da. Ja, und von der Gigante gibt es dann auch ein stärkeres Schwert. Ich habe einfach 100 Nergiganten-Rückenpanzer, 11 Schwänze und so. Krass. Mir fehlt gerade mal der Edelstein, dass ich mir noch eine Waffe herstellen kann. Gut, das war's zu Schwert und zur Rüstung. Dann reden wir mal mit dem Fräuchen hier. Ausrüstungsladen. Oh, hallo, willkommen im Ausrüstungsladen von Siliana. Den habe ich gerade heute erst eröffnet. Sprich mich an, wenn du Ausrüstung brauchst, dann regeln wir das schon irgendwie. Versprochen. Und wenn du etwas Zeit hast, ich habe da diese verrückte Idee, bei der ich deine Hilfe brauche. Eines dieser schweren Was. Weiß ich, wie die heißen, okay. Was weiß ich, wie die heißen? Hat sich gelöst und ist mir direkt auf den Schädel gebracht. Da kam sie mir, die Idee, warum nicht eine Dekoration in einem Chili-Mantel stopfen? Wir können diese verrückte Idee in die Tat umsetzen, wenn du dich um die Quest Eisiger Fang kümmerst. Fange einen Beodolus. Krass, wir können dann aus so Steinchen reingeben in unsere Mäntel, wenn wir die verbessern. Oh, was willst du? Gute Nachrichten, Fünfer. Die Produktion der Dekorrüstungsteile hat begonnen. Du hast mich richtig verstanden. Die Schmiede wird auf Verlangen Dekorrüstung produzieren. Dekorrüstungsteile kann man über normale Ausrüstung darüber ziehen, wenn man mal etwas Abwechslung möchte. Wirf dann einen Blick auf Ausrüstung schmieden, so kannst du endlich deine elenden Clowns-Klamotten verstecken. Okay. Aha, Dekorrüstungen. Dekorrüstungsteile schmieden. Wie bei normalen Rüstungsteilen können nun Dekorrüstungsteile durch das Finden spezieller Materialien freigeschaltet werden. Die neuen Dekorrüstungsteile benötigen Materialien und Forschungspunkte. Was sind Dekorrüstungsteile? Diese haben keine Funktionen, sondern ermöglichen dein Aussehen zu verändern und dabei die Funktion deiner normalen Rüstungsteile zu nutzen. Über die Dekorrüstungsteile-Einstellung in der Objektruhe kannst du Dekorrüstungsteile anlegen. Dort fügst du deinen Ausrüstungsset-Dekorrüstungsteile hinzu. Normale und Dekorrüstungsteile haben eine eigene Farbeinstellungen. Ja, krass. Man könnte Fashion Monster Hunter spielen. Ja, da kann man Forscher, kann man auch kurz reinschauen. Habe ich da aber auch was anderes? Ursprung. Okay. Brigade. Ja, die kenne ich eh. Käfer. Okay. Galantenanzug. Den könnte ich sogar herstellen. Mosswein, falscher Feline, Totenkopf, Kulokopf, Bajek. Sogar die alten von den Events kann man herstellen. Krass. Finde ich cool. Gut, dann
beginnen wir weiter mit unserer Tour durch die Stadt. So, bam. Was gibt es da denn noch so? Da sind Seemann. Hi. Haben mich mit der Fährtenleserin auf der Basis nach einem Stellplatz für ein Schiff umgesehen. Und wir haben einen gefunden, vorausgesetzt, wir kriegen den Ort hier gesichert. Das würde einen Seeweg nach Astera eröffnen. Ah, okay, also er bringt sich dabei noch nichts. Das ist der Händler, da waren wir schon. Das ist da hinten. Da ist nichts. Das war eigentlich der Großteil von der Stadt. Jetzt gehen wir noch darauf. Weil da wollen sie auch noch mit uns reden. So, mal mit dem Forscher. Oh, Jäger, genau mit dir wollte ich reden. Ich habe neulich ein interessantes kleines Gerät in die Finger bekommen. Es wird Kartografie-Set genannt und ermöglicht alles, was du siehst, im Nullkommanichts aufzuzeichnen. Die Leutchen in der Schmiede haben es gebaut und meinten, es würde für unsere Forschung nützlich sein. Was für eine erstaunliche Handwerkskunst. Ich habe fast schon Angst, es in meinen spröden Händen zu halten. Dieses Gerät dürfte eine große Hilfe beim Dokumentieren der Ökologie der Linianer in der neuen Welt sein. Wenn du helfen möchtest, dann sag einfach Bescheid bei meinen buschigen Augenbrauen. Möchtest du den Linear vorstellen? Hilfe anbieten? Ja, klar. Warum nicht? Wunderbar! Fang doch einfach an, indem du das Kartografie-Set an mir ausprobierst. Achte darauf, dass mein Gesicht zentriert und gut zu sehen ist. Nicht, dass das jetzt da dann explodiert. Ja. Mit dem Kartografie-Set kannst du die Linearforscher unterstützen, indem du Lineane in ihrer natürlichen Umgebung beobachtest und ablichtest. Du kannst das Set jederzeit nutzen, wenn du deine Umgebung ablichten möchtest. Du kannst das Kartografie-Set nutzen, indem du L1 und Options drückst. Nutze die Hinweise im Ablichtungsprotokoll, um das Leben der Linearer zu dokumentieren. Bist du erfolgreich, erscheint ein rotes Pfotensymbol. Hinweis: Weißt du, dass Kartografie-Set dem Tortenmenü zu Also weiß es zu, kannst du es auch in den Hauptquartieren benutzen. Alles klar. Okay, Kamera kaputt. Oh. Und jetzt einfach nur ablichten, R1. Speichern. Diese Aufnahme wurde in dein Ablichtungsprotokoll gespeichert. Okay. Vielen, vielen Dank, meine Güte. Ich biete keinen besonderen Anblick, oder? Nee, nicht wirklich. Das Kartografie-Set gehört dir. Es ist ein wunderbares Spielzeug, das du sowohl im Feld als auch in einer Basis einsetzen kannst. Im Austausch würde ich dich bitten, Lineane in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, basierend auf ein paar Anfragen. Du findest meine gesamte Anfragen im Ablichtungsprotokoll deiner Jägernotizen. Wenn du eine erforderliche Szene beobachtet hast, melde dich bitte wieder hier in Siliana bei mir. Basierend auf deinem Ergebnis bekommst du von mir eine Belohnung und jetzt geh los und kartografiere. Das Linearer Observatorium. Nachdem du eine Lineane in dem gewünschten Gebiet abgelichtet hast, kannst du das Resultat bei Linearerforschung in Siliana vorbeibringen. Zeige ihm, dass die besten Aufnahmen aus dem Album deines Ablichtungsprotokolls und du erhältst je nach Qualität deiner Leistung eine Belohnung. Du kannst dir deine Ablichtungsprotokolle in den Jägernotizen ansehen. Hinweis: Einige Forschungsanfragen können eine bestimmte Tageszeit oder Wetterbedingung enthalten. Passe auf solche Details auf. Wenn du eine Anfrage abgeschlossen hast, wird die eingereichte Ablichtung aus deinem Ablichtungsprotokoll entfernt. Alles klar. Und das sind diese Missionen, okay? Ah, so groß wie möglich aufgenommen, ein Motiv Vordergrund, schnüffelt Umgebung aus. Aha, und um da alle drei Pfötchen zu bekommen, muss man die drei erfüllen bei Anforderungen. Und dann kriegt man zum Beispiel einen ersten Vivianer-Druck. Ich glaube, ich werde Fotograf. Bei Monster Hunter World Fotograf. Krass. Aha, rekrutieren Sturztruppler des folgenden Stamms, Boa Boa. Aha, erfüllen müssen eine Erfahrung. Okay, das schalten wir alles später frei. Kartografie-Set erhalten. Nice. So, jetzt reden wir noch mit ihm.
Uff, ich bin erledigt, ich muss hier schuften wie ein Pepe. Also wie ein Pepe. Das sind diese komischen Packtiere da, ja. Ach, sag mal, warst du schon in der neuen Versammlungsstätte? Die Fährtenleserin hat einen Thermalkanal gefunden und mit der Technikchef und der Meister der zweiten Flotte haben eine heiße Quelle gebaut. Sie sagen, wenn wir so schuften müssen, haben wir auch etwas Entspannung verdient. Willst du dir das alles mal ansehen? Das machen wir auch nächste Folge, versprochen. Nur jetzt will ich mir das noch nicht angucken. Okay. Was will denn der Schmied schon wieder von mir? Ja, hallo? Benutzt du die Klammerklaue, Jäger? Deine Schleuder ist jetzt mehr als Erbsenwerfer. Sie eignet sich perfekt dazu, den Monster auf die Pelle zu rücken. Hack dich an dem Biest fest und zeig ihm, was Sache ist, bis dir die Ausdauer ausgeht. Probier es mal aus. Ich weiß, es gab irgendwo eine Quest zum Trainieren vom Clownkampf. Ah, da ist sie. Die ein Stern optionale Quest erlernen der Klammerklaue. Probier sie mal aus. Ah, es ist sogar eine niedrigrangige Quest. Alles klar. Oh, er will schon wieder reden. Hey, du Fünfer, angeblich werden wir hier interessante Materialien als je zuvor finden. Wir alle sind Feuer und Flamme und wollen härtere Ausrüstung als je zuvor anfertigen. Wenn du welche von den neuen Materialien findest, bring sie her. Wir machen dann was daraus, dass du mit Stolz sein kannst. Ach, und nimm dies. Das macht deine Ausrüstung garantiert noch besser. Neue Länder, neue Materialien. Werf den Schmiedeofen an, Jungs. Expertenjuwel plus 4. Krass. Gut. Dann hätte ich gesagt, begeben wir sich auf eine Expedition und wir sehen sich gleich, wenn wir bei der Rauhreifhalde sind. Geste. Geste. Knien. Bis gleich. So, da sind wir. Oh, mein Polico will auch mit mir reden. Was hast du zu sagen, Simba? Huh? Oh, genau, dieser nette Schnurtruppler hat mir Miauer beigebracht, wie man Miaunster ruft. Jetzt kommt's. Hat man ein Miaunster gerufen, kann man aufsteigen und darauf reiten. Hier, ich zeig dir, wie es geht. Du kannst jetzt Schnurtruppler-Monster mit deinem Palico reiten. Wähle Truppritt, ruf im Objektbalken aus, um ein Monster herbeizurufen und drücke dann neben ihm Kreis, um aufzusteigen. Öffne die Gebietskarte und drücke R3, um ein Ziel festzulegen und automatisch dorthin zu reisen. Du kannst zum Beispiel ein großes Monster mit R3 markieren und dein Schnurtruppmonster wird es automatisch verfolgen. Dadurch kannst du dich unterwegs auf die Jagd vorbereiten. Während du ein Monster reitest, kannst du wie gewohnt Materialien sammeln. Verzeihung. Deine Objekte und deine Schleuder verwenden und die Gebietskarte öffnen, aber du hast auch neue Aktionen zur Auswahl. Öffne die Gebietskarte und drücke R3. Ziel festlegen. Beim Rennen gehen gut zum Sammeln von Materialien. Ah, in Klammern, okay. Beim Gehen rennen, vom Monster absteigen und einen Zugangriff ausführen. Alles klar. Du kannst das Monster nicht direkt steuern, wenn du kein Ziel festlegst. Folgt das Monster Spuren. Die Steuerungsoption findest du rechts oben. Okay. Du kannst den Status deines reitbaren Schnurtruppmonsters überprüfen, indem du in Startmenü zu Reiterinfo gehst, Palico-Info öffnest und dann mehrere Male L2, R2 drückst, bis du zur Trupplerritt-Info kommst. Wenn du zu lange auf Monster reitest, werden sie müde. Wenn du das Monster sich ausruht, kannst du es während der Quest oder Expedition nicht rufen. Du musst warten, bis es sich erholt. Wenn du ein Monster rufst, kannst du es für die Dauer der Quest so oft reiten, wie du möchtest. Ist das Monster beschädigt? Ist das Monster beschäftigt, ist es momentan nicht verfügbar. An manchen Plätzen und Lager kannst du kein Monster rufen. Für jede Region gibt es ein eigenes Schnurtrupp-Monster. Alles klar. Oh, du kannst jetzt Trupplerritte nutzen. Uralter Wald, Wildtumwildnis, Korallenhochland, Tal der Verwesung, Heimat der Ältesten. Nein, möchte ich nicht zurücklassen. Er kommt mit. Ja, krass. Jetzt können wir auf Monster reiten. Oh.
Klettere diese Ranken zum Boden hinunter. Leute. Ich bin hier draußen ziemlich gut im Wurzeln und Felsenklettern geworden. Alles klar. Kein Vergleich zur Fährtenleserin. Die ist Profi im Freiklettern. Ja, ja. Erstaunlich, dass sie die erste war, die die große Schlucht durchklettert hat. Leute, ich will so einen Pinguin haben. Die waren cool. Nein, ich kann nicht essen. Ja, und wie gesagt, Marvin kommt jetzt dann auch dazu. Jetzt gucken wir mal sich die Wildtomöten, das wollte ich sagen, die Rauchreife weiter an und dann, ja, dann mal gucken. Ui, Kack auf Klettern, ich springe einfach. So. Dann auf ein neues. Der Wildexpertin folgen. Du bist ein Profi in Klettern geworden. Ich denke eher nicht. Du bist viel zu langsam. So, wo müssen wir hin? Ah, was ist das? Ein Schneekraut. Kennen wir ja schon. Ja, Moment, ich muss ein Heißgetränk trinken. Ich komme. Solche habe ich noch nie gesehen. Wo? Ui. Sind aber große Stampfer. Bist du dir sicher, dass du die folgen willst? Nochmal. Oh, was war da hinten? Da konnte ich irgendwas gucken. Ah, da. Pestwurzel. Ja, wenn schon, denn schon. Gleich mitlooten hier. So. Warte auf mich. Okay. Noch eine Fußspur. Leute, Leute. Psch. 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 Nein. Bleib hier. Nein. Ja. Ein Perlenquellen-Makak. Jawohl. Und gleich noch ein. Ja. Die wird noch versklavt. So, weiter geht's. Der Weg scheint blockiert zu sein. Oh, ein alter Kratzer. Das Werk von demjenigen, der diese Spuren hinterlassen hat. Oh, da hinten sind Knochen, sehe ich gerade. Warte kurz, weil wie wir wissen, bei einem normalen Hauptspiel, wenn man auf eine neue Map gekommen ist und da was gelootet hat, gab es andere Materialien. Somit. Dicker Knochen. Dicker Knochen. Und gefrorener Knochen. Cool. So. Erzähl mir. Ja, wie kommen wir da weg? Muss ich da hingehen oder wie? Ah. Oh, Katzen. Komplett blockiert. Was hat das? Hilfe! Ah, cool. Gut, dann gehen wir kurz in die Stadt zurück und holen Marvin dazu.
Also bis gleich, Leute. So, Leute, da sind wir. Marvin ist jetzt auch dabei. Hi, Leute. So, ich starte mal die Quest. Neue Quest bekannt machen. Aufgaben. Bambaro-Blockade. So. Dann gehen wir mal was essen. Nicht, dass ich dort und dann nicht essen kann. So. Das ist ein Gourmet-Gutschein. Nutze einen Gourmet-Gutschein, um eine besondere Mahlzeit zu genießen. Ah, cool. Wie viele Gutscheine habe ich? Nur noch 46, okay. Dann bezahlen wir einfach mit Geld. Und gucken sich das Ganze natürlich an. Oh. Marvin hat einen Gutschein verwendet. Alles klar. So, aber gucken wir sich einmal die Cutscene an von der Oma-Köchin. Lecker. Köstlich, köstlich. Ja, nice. Das ist eine coole Katze. So, und Leute, ich hätte noch eine Frage. Und zwar wollt ihr, dass ich vielleicht mit anderen Waffen auch noch spiele, also dass ich jede Waffe durchgehe, dann lasst es mich wissen, indem ihr halt einen Kommentar da lasst, wie ja. Würden wir gern sehen oder keine Ahnung, lasst euch was einfallen. Und ja, wenn ihr das halt sehen wollt, dann werde ich halt pro Mission halt eine andere Waffe spielen. Aber später in Endgame werde ich halt meine Main-Waffen auspacken. Das wird wahrscheinlich jedes Großschwert sein oder vielleicht eine Energieklinge. Wer weiß. Marvin, die Quest ist schon bekannt, gell? Ja. So, das sind wir. Diesmal ist es ziemlich flott gegangen. Oha, was hast du jetzt schon an? Ist das eine Bambaro-Rüstung? Mhm. Das sieht mega krass aus. Und das Knochenschwert, oder? Ja, das neuere. Achso, du spielst die Morphaxen, die Knochen-Morphaxen ist es dann. Alles klar, das heißt einmal Heißgetränk schlürfen. So, und los geht es. So. Oh, da ist er gleich. Hey, Bambaro, bleib stehen. So, ich werde jetzt gleich den Eröffnungskampf starten, indem ich ihn gegen die Wand laufen lasse einmal. So, wie geht das? Oh. Nein! Jetzt mache ich wieder einen neuen Waffenangriff. Okay. Kann es sein, dass er wütend ist? Oh. Ja, das ist gleich wütend. Okay. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Ja, komm, dann tun wir mal einen Lebensrettermantel. Ich hab's geschafft! Ja! So, Bambaro.
Das war dein Todesurteil. Oh. Da schaut, wie viele Materialien da jetzt schon liegen. Das ist alles von der Katze. Wow. Oh, da liegt sogar auch noch was. Okay. Oha. Okay, er ist wütend, somit nur ein normaler Angriff. Revierkampf. Bambaro-Material. Boom, ich habe ihn den Fuß gebrochen. Den Schwanz kann man übrigens auch von Bambaro abtrennen, Leute. Aber es ist halt G-Rank, wenn man es genau nehmen will. Also da geht es schwieriger. Ui. Ich wollte eigentlich den Reifkäfer fangen, aber egal. Um Himmels Willen, was ist denn da für ein Chaos? Okay. Ah, ich hab keine Ahnung. Nein. Da ist er. Fotos. Wir können Fotos machen. Ein Hechtsprung. Oh, er ist erschöpft. Nein! Es gelingt. Oh oh. Hilfe! Ah, nicht klar. Hä? Wie hat er mich abgeschüttelt? Also ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Ach man. Gleich die Fußspur mit, dann wissen wir seine Schwachstelle auch bald. Und ich muss kurz wetzen. So. Fußspur. Fußspur. Immer schön das mitnehmen. Dann wisst ihr ja auch die Belohnungsstufen dann später. Boom! That's a lot of damage. Auf den Schwerf einfach mal. Ah, du hast ihn gemountet, sehr schön.
Oh, was seid denn ihr? Hallöchen. Und den Schwert abbrennen. Schnell, schnell auf den Schweif. Ja, ich habe ihn umgeworfen. Ja, toll. Mich hat so ein Boa Boa glatt betäubt. Hilfe! Jetzt bin ich tot durch ein Boa Boa. Oh mein Gott! Dieser Kack Boa Boa hat mich als erster betäubt und dann hat er eine Bombe auf mich geworfen. Oh, hi. Auf! Jawohl, gelähmt. Aber der Ding verschwindet. Ein Bambaro. Moment kurz, ich krieg da kurz rein, weil ich glaube, das ist ein Versteck. Sieht nicht danach aus. Oder? Oder bist du einfach nur eine Abkürzung? Okay, du führst irgendwo hin. Angelplatz. Wenigstens haben wir eine Blume gepflückt. Ich hätte mir schon gedacht, dass das ein Versteck ist, aber anscheinend nicht. Es ist einfach nur so eine kleine Abkürzung. Warum brüllt er seine eigene Rasse an die Pepe? Oh nein, oh nein. Ich bin so tot. Ich bin so RIP. Oh. Oha. Ah, besser. Also das mit der Klaue ist schon etwas schwierig. Nein. Wow. Ich wollte ihn da nicht gegen die Wand laufen lassen. Alter. Das snipet er mich weg. Oh. Auf Wasser. Ja, jetzt hast du den Salat. Hilfe! Okay, das war's auch schon. Jetzt. Wir können jetzt das schon fangen. Wenn ich einmal aufstehe. Hä? Man kann ihn noch immer nicht fangen. Oh oh. Vielleicht kann man ihn nicht fangen, weil er in Rage ist. Das kann auch sein. Obwohl ist er nicht einmal. Oh oh. Ich
Kopf. Ja, ich hab's, ja. Schwanz. Jawohl. Oh oh. Oh, jetzt ist er ein Rage, jetzt ist er richtig ein Rage. Jetzt ist er wütend, ja. Schnell den Schwanz looten. Oh oh. Hab ich einen noch gelootet, haha. Oh oh. Heilen, 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 heilen. Achso, nein, heilen. Jetzt können wir ihn aber fangen, er ist ziemlich low. So. Nice. Oh, neues Erz. Eltalit, Gratium. Alles klar. Da auch wieder. Eltalit, Gratium und Drachenaderscherbe. Alles klar. So. Ich werde gleich eine Falle platzieren. Ja. Schnell fangen jetzt. Ich habe da einen Pinguin gesehen. Wo ist der Pinguin? Wo ist der Pinguin? Oh. Ah, da, 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 da. Geht sich das aus? Nein! Oh, ich wollte so einen Pinguin haben. So. Peitsche, Juwelen. Ich habe zweimal einen Schwanz bekommen. Nice. Und da Palico gesammelte Objekte, das ist nur von der Plündererklinge. Ich habe noch ein Rückgrat bekommen, Rückgrat, Cortex und Rückgrat. Und ihr habt gesehen, wie viel Loot am Boden gelegen ist noch von dem. Also ich kann mindestens jetzt die ganze Rüstung von ihm machen. Wertermittlung. Sprinter Angriff. Diese Dekoration versteckte Fähigkeit, Marathonläufer und Angriffsboost. Seltenheit 10. Oha. Ja, Meisterrang 3, Forschungsstufe 2. Meisterrang Safari sind jetzt verfügbar, okay. Und wir haben Schneeschmelze bekommen und Frostgipfelfits. Lionsmeister und Lebensretter. Dank der Anstrengungen des Jägers konnte die Strecke für den Konvoi durch die Rauhreifweite gesichert werden und damit ein steter Strom an Nachschub und damit ein steter Strom an Nachschub. Oh mein Gott, Deutsch. Die Aktivitäten in Seliana nehmen weiter zu, während der Bau des Basis fortschreitet. Oh, okay. Durchgemacht. Wie ist es gelaufen? Hervorragend wie immer. Jetzt können wir mit unserer Untersuchung beginnen. Ja. Hm. Kaum zu glauben, dass dieser eiskalte Ort die ganze Zeit auf uns gewartet hat. Wer weiß, welche Geheimnisse dieses Land für uns auf Lager hat. Ob wir es wollen oder nicht, wir finden es raus. Nun dann, ich kehre nach Astera zurück. Ernsthaft? Jemand muss über Astera wachen. Ich dachte mir also, diesmal übernimmst du die Führung. Ich? Komm schon, das ist nichts für mich. Solange du hier bist, ist alles in Ordnung, oder? Außerdem wird niemand zum Kommandanten, weil es ihm jemand befiehlt. Vielleicht. Aber
Dieser Ort braucht einen starken Anführer. Die brauchen dich hier, damit du sie führst. Jawohl. Dich brauchen wir auch. Also gut, haben hier in Siliana eine volle Hütte. Und unsere Legianer-Untersuchung ist in vollem Gange. Mein Führer, ich melde mich von der 5. Division. Alter, krass. Ja. Wurscht. Wir haben. Achso, er redet eh von alleine. Okay. Bevor wir also vorschnell handeln, sollten wir vielleicht von unseren neuesten Mitgliedern hören. Zuerst das Versorgungslager. Unser neuer Amtsverweser hier wird sich um diese Aufgabe in Siliana kümmern. Was du auch brauchst. Ich hab's. Und wer was verschmelzen möchte, dem hilft Omi hier aus. Schau jederzeit vorbei, um zu sehen, was brodelt. Des Kapitäns bester Seemann hier wird die Lieferung der Agosi verwalten und sich um die Ernte für die Botanische Forschungszentrale kümmern. Komm jederzeit bei mir vorbei. Und zu guter Letzt unsere Köchin. Wir haben die Beste der Besten für unsere Kantine in Siliana gewinnen können. Wie einige von euch wissen, sie ist die Ausbilderin unseres Kochs in Astera und hat ihren Ruhestand unterbrochen, um uns zu helfen. Das ist so rührend, Omi. Okay, das muss ich vorlesen, weil die macht einfach nur... Ich konnte nicht einfach rumsitzen und zusehen, wie ihr euch erkältet. Ich sorge dafür, dass euer Bauch voll und euch warm ist. Mich kann man weiterhin für Jagdausrüstung zählen. Und man glaubt's kaum. Der Chefökologe hat's auch hierher geschafft. Schau nicht so überrascht. Du weißt, dass ich für die hehre Suche nach Wissen überall hingehen würde. Und mich gibt es auch noch. Meine Aufgabe ist die Sicherheit von allen. Ihr könnt euch entspannen, wenn ich aufpasse. Da wir jetzt alle Freundlichkeiten ausgetauscht haben, kümmern wir uns um unsere Aufgabe. Wir müssen herausfinden, warum die Legianer hierher gezogen sind. Ich will nur kurz etwas erwähnen, und zwar, er ist für die Sicherheit von uns verantwortlich. Ich dachte, das wäre ich. Dann kann ich ja in Ruhestand gehen. Und um das zu tun, müssen wir diese Legianer finden. Als erstes möchte ich das Feldteam zu einer Expedition in ein Gebiet schicken, das wir jetzt Raureifweite nennen. Vielleicht findet ihr etwas über die Legianer-Wanderung heraus, indem ihr Spuren folgt, die sie möglicherweise hinterlassen haben. Vergesst nicht, dass es sich dabei um unentdecktes Neuland handelt. Seid da draußen bloß nicht übermütig. Verstanden. Wir brechen umgehend zur Expedition auf. Ich überlege noch, aber da draußen gibt es ziemlich viel, das ich mit eigenen Augen sehen muss. Alles klar. Denkt nur daran, mir regelmäßig Statusmeldungen zu schicken. Dann sind wir hier wohl fertig. Nun, lasst uns loslegen, würde ich sagen. Dann lasst uns loslegen. Aber... nächstes Mal, Leute! Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ja, dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und... Chosen. Oh.